Heute mit meiner reizenden Kollegin Stefanie Meyer. Und mit meinem reizenden Kollegen Martin Eicher. Nicht nur dieses Wochenende wird ein besonderer Preis verliehen. Die Oscars sind zweitrangig. Wir verleihen den goldenen Klaus. Geben weiter an unseren Außenreporter Andreas Deutinger. Genau, das wird ja das Event des Jahres, wahrscheinlich das größte Event, was wir jemals gesehen haben. Die größte Preisverleihung auf Luftaufnahmen, wird man kilometerweit die Menschenschlangen sehen, das größte Event ever. Und ich bin jetzt hier am Kickoff-Event, wo hier die versammelte Mannschaft der potenziell Nominierten, der Leute, die hier gespannt diese Preisverleihung erwarten, zusammengekommen sind und werde ein paar Stimmen einfangen, wie sich die Menschen vorbereiten, wie sie sich freuen und darf hier gleich mal anfangen, so einfach spontan. Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, das wird ja das Event des Jahres, was du denn anziehen wirst? Hast du schon Fliegenbinden geübt? Hast du dir schon überlegt, welches Outfit dir du zurechtlegst? Also Fliegenbinden, das muss ich noch üben, ja, aber das muss ich auf jeden Fall machen, ja. Und dann die restliche Abendgarderobe, keine Ahnung, aber da ist ja alles offen, denke ich. Okay, also dann noch etwas Vorbereitungszeit nötig. Dann darf ich hier mal eine Stimme einfangen. Das wäre ein besonderes Event, wenn man sich herausputzen, was ist denn die Trendfarbe des Jahres und was sollte man für ein Kleid an diesem Abend anziehen? Grün, definitiv grün. Grün wird hier, das ist natürlich sehr passend auch zur Landjugend. Ja, hier auch nochmal eine Einstimmung, eine Stimme zu einem bevorstehenden Event. Hast du denn schon überlegt, mit welcher Begleitung du erscheinen wirst? Auf jeden Fall 11 motivierte Delegierte aus unserem Verband. Boah, das ist eine große Ansage, da freuen wir uns. Genau, mit diesen Eindrücken hier von dem Kickoff-Event darf ich zurückgeben ans Studio zu den weiteren Informationen. Wer ist denn für die bekannten Kategorien des Goldenen Klaus dieses Jahr nominiert? Und dazu schalten wir jetzt live zu unserer Außenreporterin vor der Wahlausschuss Academy, die uns dazu Näheres sagen kann. Ja, herzlich willkommen, ich stehe hier live vor der Wahlausschuss Academy. Genau, mein guter Kämpfer, live vor Ort. Und wie ihr alle wisst, bekannte Kategorien kennen wir. Und wir sind wahnsinnig gespannt auf die Nominierten. Große Fragezeichen tun sich auf. Zählt man dazu, zählt man nicht dazu? Wir sind völlig, völlig gespannt und wir starten auch gleich mit der ersten Kategorie. Großbekannt, wir haben den goldenen Klaus für die Kategorie für jeden Spaß zu haben. Die Nominierten, Franz Wieser. Julia Kopp.
Zahl der Personen. Viele sind auf unserer Liste. Und wir sind wirklich gespannt, was bis zum Mai. Wir erwarten angespannt die Verleihung am Samstag, den 27. Mai 2017 in Ehrenfels in Regensburg und sind ganz gespannt auf folgenden Satz. Thank you.